Da bewegt sich was an Punkt 3 und 5. Aktivität auf den Frachtschiffen bestätigt. Das Ziel ist die Flotte. Das wird ein Massaker. Ganz ruhig, Lieutenant. Wie viele Leute haben wir denn noch da draußen? Scanne. Sekunde. Ich verbinde. Alle Sentinel-Teams, antwortet. Sentinel 2-2, Funkcheck. Laut und deutlich. Sentinel 2-1, laut und deutlich. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich komme. Das Beste ist, ihr wartet beim Träger. Ich bin gleich da. Scheiße, wir sind die einzigen beiden, die diesen Crash da, beziehungsweise diesen Brückeneinschutz überlebt haben. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Call of Duty. Mann, jagt der gute Irons einfach mal die Golden Gate Bridge in die Luft. Also in der letzten Folge hat er dann auch der Welt sein wahres Gesicht gezeigt. Und jetzt befinden wir uns in San Francisco Bay und dürfen uns wahrscheinlich zurzeit gegen diese Übermacht von Atlas, die uns da entgegenkommt, mal richtig Gas geben. Nein, dürfen wir nicht, da kommen noch welche. Atlas will die Kontrolle über die Waffensysteme des Trägers. Wir brauchen Störer an den Railguns und müssen unseren Technikern Zeit verschaffen. Auf dem Träger sind überall feindliche Truppen. Sie versuchen die Brücke zu übernehmen. Bewegung. Dann sollten wir das vielleicht versuchen damit zu verhindern. Lassen wir sie nicht durchkommen. So. Los geht's. Kontakt, mein Jet. Entdeckung. Zur Railgun und den Störer platzieren. Okay, Meister. Das käst mir an, dass sie hier diese Monster-Rüstung-Typis haben. Da ist einer, da springen sie überall. Oh Gott, ich treff nicht mehr. Ja! Gute Nacht. Ich habe ihn durch die Granate angeworfen und getötet. Da war doch gerade noch was. Alter, hat der Typ mal einfach getötet. Ne, der geht zu mir. Irgendwas blinkt dir das so komisch rot. Stirb doch! Oh, noch einer. Da hinter mir auch noch! Na, jetzt geht's aber langsam los hier. Und von vorne. Kontakt, Falsche! Alter, wir müssen da irgendwie durchkommen. Entdeckung! Zur Railgun und den Störer platzieren! Na, jetzt müssen wir wenigstens mal, wo die Gegner sind. Ich hab schon wieder angeworfen. Mann! So, komm. Was ist das hier für ein Grill, der hier jetzt hat? Hier rumgrillt. Wir sind da hinten hin. Lass mal hier nochmal so eine
Und? Naja. Wo denn? Wieso gehört denn der nicht zu mir, Mann? Da war doch gerade eben noch ein Teamkollege. Da hinten. Au! Verdammt! Hat alles gut geklappt bis dahin. Kontakt, Wildcat! In Deckung! Zur Railgun und den Störer platzieren! Wer geht's sonst? Mit dieser Monsterrüstung, die machen mich langsam echt ein bisschen kirre. Was fein, was fein. Flieg, Kollege. Mitchell, platziere den Störer! Ich muss jetzt alle ausschalten hier. Den Störer platzieren! Ich bin doch schon quasi auf dem Weg. Ich kann mich nur nicht hier, ne? Verdammt. Kontakt! 8 Uhr! Gleich mal hier für die. Mitchell! Platzier den Störer! Mit Puppen hier das, den Weg frei machen. Ich komme hier nicht hoch, verdammte Axt. Drohnen. Wo nämlich? Kontakt! 10 Uhr! Komm ich durch, Mann! Den Störer platzieren! Kontakt! 10 Uhr! So. Geschafft! Springer nähern sich! Der Störer ist platziert! Einer noch! Zwei Warbirds nähern sich von Westen! Können die zu uns? Atlas-Helis im Anflug! Ziele seilen sich ab! Der Warbird hat es auf euch abgesehen! Deckung! Welcher verdammte Warbird? So, jetzt mal kurz markieren, wer so alles für Gegner ist und wer nicht, ne? Hier. So, Railgun und den Störer platzieren! Wo ist noch einer? Ah, hier raus mit dem Blödsinn! Na los, Mitchell! Platzieren! Wo denn? Wen denn? Wir müssen da hoch. Zur Railgun und den Störer platzieren! Schon dabei, Meister! Das sollte sie bremsen! Railguns gesichert! Sind auf dem Weg zur Brücke! Dann hab ich noch. Schade, wäre so cool, wenn ich jetzt hätte abspielen lassen können. Sie sind überall! Wer denn? Wo denn?
Luftunterstützung ist mit Feindfliegern beschäftigt. Verstanden. Los, los, los! Na los, rein da. Vergesst die Booster. Es nützt mir nichts, wenn ihr euch den Hals brecht. Na gut. So, hier ist die Brücke. So sieht es zumindest aus. Oh, jetzt. Wir müssen zur Brücke. Hier Munition aufgefüllt. Hier. Die hat immer nur einen Schuss. Jetzt. Aha. Na gut. Autsch. Na Kollege, mit dem legst du dich lieber nicht an, ne? Das ist der Chef. Strom ist weg. Nachtsicht aktivieren. Kontakt! Ausschalten! Wo denn? Ich sehe nichts. Hab ich den? Nee, hab ich nicht. Ich bin mit euch hier. Hört er zu uns? Hey, nee, der nicht. So, ein Eumel rennt da noch vorbei. Kontakt, 12 Uhr. Noch einer. So. Irgendwie ist die Nachtsicht scheiße. Denn wirklich viel helfen tut sie nicht. Hier lang! Was? Was hat der da? Mit Thermalvisier. Hier drüben! Ist er krank. Oh, da hinten. Okay. Los geht's! Das feindliche Team kontrolliert das Laser-Luftverteidigungssystem. Mhm. Das hätte ich auch gern. Oh, was ist jetzt los? Wir müssen zur anderen Seite des Hangardecks vorstoßen. Was ist denn das für eine verspulte Scheiße? Ich sehe sie über den Containern. Am Seil, auf 12 Uhr. Ziel auf 10 Uhr. Scheiße, hat nicht geholfen. Komm, Meister, trau dich. Trau dich! Ich sehe ihn. Werfen Granate! Werfen Granate! So einfach geht das. Ich sehe es, Meister. Nicht sehr witzig. Hilfe, 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 Hilfe. Na toll. Wie soll ich denn den klein kriegen, Mann? Meine Teamkollegen dürfen da schon gern ein bisschen mithelfen. Wir müssen zur anderen Seite des Hangardecks vorstoßen. Was haben wir denn hier so krass? Auf 12 Uhr! Da war doch gerade eben noch einer. Geh runter, du Scheißviech! Perfekt. Okay.
Ach, da dachte ich, ich hätte noch Munition im Laden, aber irgendwie war die nicht so ganz. Schießt der von hier die ganze Zeit so komisch? Granate! Ich hab. Komm, bist du down? Wo schießt ihr denn noch? Manchmal schießen die einfach so wild durch die Gegend. Munition nach, draufkuschen. Durch die Tür! Ich muss mich schon wieder kratzen. Leute, das ist unfassbar, was mich gerade das Gesicht juckt. Gideon! Achtung, alle Einheiten! Eine Einsatztruppe ist im Anflug. Transportkapseln nähern sich der Position. Wir sind fast bei der Brücke! Ein Flug. Irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert doch was. Lichter aus. Nachtsicht aktivieren. So. Man erkennt auch sofort die Gegner. Verdammt! Arschloch. Ich schieße euch alle die Beine weg! Dann der Kollege da unten. Ja! Rambo-Style, ja! Bitte Erlaubnis, Arclight anzugreifen. Sicherheitscode Alpha Zulu Tango 997. Was leuchtet da so gut? Verstanden. Anklopfen. Verstanden. Anklopfen? Bei wem? Was für ein mächtiger Serverraum, in dem wir gerade rumgeballert haben. Denn mit dem Schiff dürfte ja fast gar nichts mehr gehen. Ja, Meister, ne? Das war's wohl mit deinem. Okay, klinke mich ein. Trip. Du musst für mich zielen, Mitchell. Zum Terminal. Zu welchem denn? Ach, hier. Das Frachtschiff anvisieren. Das Frachtschiff anvisieren. Dieses große Ding hier. Das Frachtschiff anvisieren, Mitchell. Frachtschiff ist zerstört. Weiter mit dem zweiten Schiff. Weg mit dem. Weg mit dem Flugzeug. Kapauz! Es geht unter. Voll auf die Brücke. Gut gemacht, Sentinel. Ach Mann, da war doch noch ein Flieger. Verdammte Scheiße. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Nicht wirklich. Was passiert jetzt? Jetzt? Ions hat Tausende von Unschuldigen auf US-Boden getötet. Jetzt ist Krieg. Holen wir ihn uns und machen ihn fertig. Sag ja. Jetzt ist Krieg. So, das schaut aus, als ja, so ist es auch. Mission beendet, erfolgreich. Wir haben die Mission Armada erfolgreich beendet, wunderbar. Am San Francisco Bay aufgehalten, beziehungsweise den Angriff auf San Francisco Bay. Und dürfen jetzt Duct of Irons machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, einen wunderschönen Abend noch. Und ich bin raus, euer Bolle. Ciao!